Fragen dazu an Stefan Ehrmann. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Was ist denn neu am neuen Betriebssystem? Apple hat gestern Abend zwei neue Betriebssystemversionen vorgestellt. Einmal das iOS 7 für iPhone und iPad und einmal eine neue Version von macOS. Bei beiden hat sich einiges geändert, vor allem auch Grundlegendes im Technikuntergrund, aber natürlich auch an der Oberfläche. Beide wirken moderner, durchdachter, eleganter und beide sind energiesparender und besitzen allerhand neue Funktionen. Viele Fans hatten ja noch auf neue Geräte gehofft. Ist denn dieses Betriebssystem nun der große Wurf? Also zum einen gibt es ja neue Geräte. Apple hat neue MacBook Airs vorgestellt und zumindest eine Preview, eine Voransicht auf den neuen Mac Pro erlaubt. Aber natürlich keine neuen iPhones gezeigt. Die kommen erst im Herbst. Wobei Apple sagt, dass iPhone fühlt sich an wie neu, wenn man das iOS 7 installiert hat. Das muss man beobachten und abwarten, ob das stimmt. Aber das, was man bislang gesehen hat, sieht schon alles sehr viel anders, sehr viel frischer und moderner aus. Die Leute werden sich, glaube ich, schon drüber freuen. Wie ist Ihr Eindruck? Läuft Samsung, dem einstigen Paradekonzern Apple, derzeit mit seinen Smartphones in erster Linie den Rang ab? Naja, also was die Verkaufszahlen und die Umsätze angeht, hat Samsung Apple ja bereits überholt. Aber man muss das, glaube ich, trennen. Also den Kunden draußen interessiert weniger, ob jetzt Samsung mehr Geld verdient oder Apple, sondern den Kunden interessiert meiner Ansicht nach eher, wie er mit seinem Gerät umgeht, wie elegant das alles zu bedienen ist, wie eingängig, wie gut das klappt. Und da hat meines Erachtens Apple nach wie vor die Nase vorn. Aber wie lange noch? Womit will Apple in Zukunft punkten? Apple kann, glaube ich, nach wie vor sehr gut damit punkten, dass aus einem Unternehmen, aus einer Hand Hard- und Software kommen, wohingegen Samsung die Hardware baut und bei der Software auf die Unterstützung von Google angewiesen ist. Und man sieht an der doch sehr starken Fragmentierung von Android, dem Betriebssystem, auf das Samsung setzt, das sehr stark auf sehr viele unterschiedliche Geräte verteilt ist, worunter viele Leute leiden. Die können dann ihre Betriebssystem-Updates nicht installieren, dass Apple da doch am längeren Hebel sitzt und seine Betriebssysteme besser auf seine Hardware abstimmen kann. Sagt Stefan Ehrmann vom CT-Magazin. Vielen Dank.